Für mich bedeutet gute Lehre einfach dieses Echtsein. Es ist nicht notwendig, Fassaden aufzubauen oder aufrechtzuerhalten, sondern auch sich einfach weiter zu reflektieren, achtsam zu sein, auch Fehler oder Unwissen einzugestehen, weil wir sind alle nur Menschen. Und daraus resultiert dann auch gute Teamarbeit einfach. Mein Name ist Anna Isabella Rose. Ich bin 27 Jahre alt und in Wien geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Ich bin auf die Pflege gekommen, weil ich ein freiwilliges soziales Jahr nach meiner Matura gemacht habe und wurde dort dann auch schon in pflegerische Tätigkeiten mit eingebunden. Dann habe ich mich an der FH Campus Wien für den Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege beworben und habe 2019 erfolgreich abgeschlossen. Seitdem arbeite ich in der Klinik Penzing auf einer gerontopsychiatrischen Station und habe nebenher den Masterlehrgang Advanced Nursing Education gemacht und habe jetzt im November 2021 absolviert. Und jetzt bin ich weiterhin in der Klinik Penzing als Gesundheits- und Krankenpflegeperson tätig und arbeite zusätzlich noch als hauptberuflich Lehrende an der FH Campus Wien. Die Gründe, warum ich mich für den Masterlehrgang Advanced Nursing Education entschieden habe, waren eigentlich sehr breit gefächert. Das hat ja schon mein Bachelorstudium angefangen, weil ich ja die ganzen Organisationen, Strukturen und vor allem auch die Menschen der FH Campus Wien kennenlernen durfte. Und dadurch habe ich mich ja mal entschlossen, weiterhin, also mich der FH Campus Wien, also meinen beruflichen Werdegang dort weiterzugehen. Und für den Bereich Education, das hatte dann eher persönliche Gründe. Also einerseits finde ich, würde ich mich als offenen, positiven Menschen beschreiben. Und mir ist die Zusammenarbeit mit Menschen wichtig und vor allem die Wissensvermittlung auf Augenhöhe ist einfach was ganz Tolles. Und ich finde halt, dass vor allem die Pflegequalität als auch die Bildungsqualität einfach aufrechterhalten werden muss. Und das mit der Theorie und der Praxis ordentlich verknüpft werden muss. Und das ist mir halt wichtig, dass ich da mich beteiligen kann. Deswegen habe ich mich für diesen Masterlehrgang entschieden. Also das finde ich ist eine sehr schwierige Frage, weil wie ich mal den Masterlehrgang begonnen habe, kam kurz darauf die ganze Corona-Krise und das ganze Drama. Und dann musste eigentlich das ganze Universitätswesen geändert werden, umgestellt werden. Und ich bin einfach voll dankbar dafür, dass ich trotzdem so eine adäquate und fundierte und vor allem auch weiterhin interessante Ausbildung genießen durfte. Und das, obwohl so eine enorme Änderung das durchlebt hat, so spontan. Also dafür bin ich einfach sehr dankbar. Was mir besonders viel bedeutet hat an dem Studium, ist einfach die Mischung aus Professionalität und Menschlichkeit, das weiß ich an jedem zu schätzen. Im Gesamten, jetzt nicht nur im Lehrgang an sich, sondern auch alle Personen der FH Campus Wien bisher. Das ist auch etwas, das würde ich gerne selber einfach aufnehmen. Also ein Studium macht halt am meisten Spaß mit den Freunden oder wenn halt einfach mit den Leuten an sich. Und ich bin einfach sehr dankbar dafür, dass sich dadurch trotzdem Freundschaften entwickelt haben. Also das Wichtigste, was ich mitnehmen kann, ist eigentlich die Authentizität. Es wurde halt auch wirklich mitgegeben, dass gute Lehre einfach echt sein muss. Es ist nicht notwendig, irgendeine Fassade oder so aufrechtzuerhalten oder so zu tun, als würde man alles wissen und können, weil wir sind auch nur Menschen. Wir profitieren ja oder wachsen dann auch in unserem Rollenbild einfach weiter und weiter und es ist vollkommen okay, Fehler zu akzeptieren oder auch annehmen zu können. Das ist einfach wichtig. Also, und das möchte ich einfach in der Lehre mitnehmen, dass ich echt sein kann, dass ich auch Fehler oder dass ich nicht so, ich will nicht so tun, als würde ich alles wissen. Das ist irgendwie doof.